So, liebe Leute, Eintracht Frankfurt ist der nächste Gegner und zwar im DFB-Pokal. Und ich mache mir gerade mal kurz meinen Ventilator an, zumindest mal ein bisschen auf eine leichte Brise. So, ich hoffe, das stört dich allzu sehr. Ja, wie gesagt, Eintracht Frankfurt ist der nächste Gegner und da wollen wir natürlich hin und gewinnen. Los geht's. Wir wollen nämlich nach Berlin und wollen den Traum vom Triple aufrechterhalten. Und wir gehen nochmal kurz in die Pressekonferenz. Gibt es Fragen? Klar, Heimspiele sind auf jeden Fall immer gut. Genau. Wir halten natürlich die Konzentration aufrechterhalten, das ist ganz klar. So, es gibt natürlich ein bisschen die Pressekonferenz, klar. Immer mal wieder. So, weiter geht's, wie gesagt, mit dem nächsten Duell. Das heißt dann, wie gesagt, Eintracht Frankfurt. Und die Jungs sind immer noch nicht so wirklich fit. Aber ich kann eigentlich nicht drauf verzichten. Ich würde Coutinho auf der Reihe 6 bringen, ganz klar. Und Burkhardt mal auf die Außenbahn bringen. Das ist mir sonst einfach Bella Kotschap in der Innenverteidigung, ne? Der ist nicht ganz fit. Scheiße. Na, da kann ich auch Ciao bringen, wenn ich ehrlich bin. Oh komm, ich bin ein Gabriel Kotschap. Der hat mir ein bisschen besser gefallen jetzt in den letzten Tagen. So, auf geht's. Wie gesagt, Eintracht Frankfurt. Können wir den Traum vom Triple aufrechterhalten mit einem Sieg zu Hause gegen Eintracht Frankfurt oder fliegen wir aus dem DFB-Pokal und dann ist der Traum aus? Wir müssen es in der nächsten Saison nochmal probieren. Ich erinnere mich, wie gesagt, wir haben damals in der ersten Saison den DFB-Pokal gewonnen gegen die Bayern in dem Elfmeterschießen und sind in der nächsten Saison gegen Eintracht rausgeflogen. Letzte Saison haben wir den DFB-Pokal gewonnen und jetzt ist wieder die Frankfurter Eintracht der nächste Gegner im Pokal und ich hoffe, dass wir diesen Fluch jetzt besiegen können und quasi uns den Titel holen können. Aber mal schauen. Gehen wir rein ins Match. Halbfinale. Und damit haben wir in Frankfurt gespielt und verdient auch rausgeflogen, muss man sagen. Es geht um alles oder nichts. Richtig. Wir sind live dabei, bleiben Sie dran. Die Pressekonferenz nach dem Spiel können Sie bei uns auch im Internet verfolgen. Seien Sie dabei. Reden Sie mit. So. Ach, wir spielen in Frankfurt auch noch. Okay, wir spielen sogar in Frankfurt. Ich dachte ein Heimspiel. Hahaha, so viel zum Thema. Okay, dann müssen wir doch wirklich einen Flug brechen. Nämlich das Auswärtsspiel in Frankfurt. Nach dem Titel gewinnen, hoffentlich schaffen wir es, diesmal weiterzukommen. Eintracht Frankfurt gegen Schalke 04. In so einem Halbfinale brauchst du natürlich vor allem von deinen Leistungsträgern 100%. Die müssen da sein, müssen vorangehen, müssen die anderen mitziehen. Mal gucken, bei wem das heute besser funktioniert. Und so sieht sie aus, die Startelf von Eintracht Frankfurt. Richtig. Gucken wir kurz auf die Formation, Buschi. Ja, sie treten hier heute im 3-5-2 an, werden also versuchen, das Mittelfeld zu dominieren. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Dankeschön. Jetzt kann es losgehen. Viel Spaß. So, auf geht's ins Spiel. Halbfinale DFB-Pokal, Auswärtsspiel in Frankfurt. Da wollen wir natürlich weiterkommen. Aber einfach wird es nicht. Aber machbar. So, auf geht's. Ich glaube, wir haben Frankfurt vor einiger Zeit mal mit 8-0 nach Hause geschickt. Aber das wird heute definitiv ein anderes Spiel werden. Das ist ganz klar. Das Gegen geht von 0-0 los. Und auch Frankfurt weiß, dass was sie uns haben. Wir sind Champions League Halbfinalist. Das hätte ich auch nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin.
Aber jetzt müssen wir gucken. So, nix an. Guter Ball. Die Chance lebt noch. Ah, scheiße. Alario, doch noch. Wie das 1-0. Frühes 1-0 in siebter Minute. Yes. So kann man es aber auch mal machen. Eigentlich war diese Chance so weg. Hier, der Ball war so schlecht gespielt. Aber Alario checkt das ein bisschen schneller, dreht sich und steht dann frei vom Keeper. Und ja, 1-0. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Melendo. Ja, ich fange jetzt auch mehr oder weniger an, ein bisschen auf die jungen Talente zu setzen. Weil ich muss natürlich immer noch den Kader verjüngen. Weil da sind viele Spieler, die mittlerweile über 30 sind. Klar, wir sind wie gesagt in der vierten Saison. Ne? Aber mal gucken, was auch passiert in der Zukunft. Coutinho, der ist auch schon 31, aber der bringt halt seine Leistung noch. Wirklich torgefährlich ist das am Ende nicht. Nee, den Kopfball trifft. Gut, Latza könnte deine Karriere beenden. Ne? Das ist halt auch eine große Frage, was passiert in Zukunft. Ich freue mich irgendwo so ein bisschen für ein Jahr zumindest noch mal Manuel Neuer, den wieder zurückzuholen. Aber ob der nochmal zu uns wechseln wird, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, aber gut, Latza könnte mehr Jan gehen. Das könnte eine interne Lösung geben. Ich werde wahrscheinlich gucken, dass ich vielleicht nochmal noch einen Rechts- und Außenverteidiger, Rechts- und Linksverteidiger hole, weil so ist definitiv keine Dauerlösung. Was mit Richter und Moment, ich muss gerade mich konzentrieren. Was mit Richter und mit De Rosen ist, weiß ich nicht. Da gab es ja auch viel, viel Geld schon in der letzten Saison. Juve hatte für De Rosen 86 Millionen geboten, hat sie irgendwie nicht geeinigt bekommen. Kubilanski ist weg. Also, mal schauen. Könnte sein, dass viel passiert und dann in der nächsten Saison. Also zur nächsten Saison. Burkhardt kommt da auch nicht hin mit dem. Mit dem Kopfball. Also Frankfurt wird auf jeden Fall da so ein bisschen. Versuchen sie jetzt ein bisschen mit Nadelschichten zu setzen. Ich würde ja gerne ein paar Wahl holen als alte Außenverteidiger, um einfach mal ein bisschen Power da hinten drauf zu kriegen. Ein paar war es ja. Ja, gucken, was halt passiert. Wird's jetzt gefährlich. Wir werden auch nicht in der Megakohle schwimmen. Flanke abgeblockt. Ja, wieder mal schauen, was die Zukunft jetzt bringt in der neuen Saison. Die Ecke kommt rein. Kein Tor. Da blocken sie den Ball gerade noch ab. Fängt diesen Ball ab. Also Frankfurt spielt gerade ein bisschen. Spielt ziemlich clever gerade. Sie gehen gerade in die Bälle rein und setzen uns so ein bisschen zu sehr unter Druck und das gefällt mir gerade gar nicht, aber ja, schöner Ball auf Burkhardt. Da ist die Flanke ins Zentrum. Gefahr erstmal bereinigt. Baku könnte eine Option sein. Die Gelegenheit für die Flanke. Wir halten aber der Ball weiter im Spiel. Naja, schauen. Nina. Momentan haben wir keine Kohle dafür, um solche Transfers zu stemmen. Wieder der Abfall. Also Frankfurt versucht, Schalke versucht sich immer wieder rauszuarbeiten da hinten. Weg damit erstmal. Raus damit. Ja. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Frankfurt macht es momentan echt gut. Die sind da richtig dran. Das ist wie erwartet das schwere Auswärtsspiel bei der Eintracht. Aber man führt, wie gesagt, mit 1-0. Die Frage ist, wie lange noch? Auch der Ball wäre weg gewesen. Viel, viel Arbeit gerade für uns. Frankfurt ist die bessere Mannschaft, noch führen wir 1-0, aber wie gesagt, die Frage ist, wie lange noch? Schalke 04 liegt hier vorn, die Führung
müssen sie jetzt 45 Minuten verteidigen. Naja, verteidigen müssen wir es nicht. Wenn wir 2-0 machen, ist es einfacher. Aber so wie das momentan in der ersten Halbzeit teilweise lief für die Eintracht, wird das hier eine richtige Abwehrschlacht. Guter. Gut, dass da noch einer dran war. Da war nämlich mit dem langen Bein noch irgendwo einer was dazwischen. Oh, dann Bella Cotta. Ja, sag ja, das ist genau das, was ich meine. Diese Ballverluste. Das war für mich ein klarer Ball gespielt. Da war nichts von Ludewig. Eigentlich für mich kein Elfmeter. Nee, für mich ist das auch kein Elfmeter. Nein, das. Der war mit dem Fuß. Der war noch dran. Es ist kein Elfmeter. Es ist kein Foul. Ja, gut. Sie verwarten den Strafstoß. Nein, verdient ist es. Muss man so einfach sagen. Über Nilsson. So, da kommt der Elfmeter nochmal. Aber. Ausgekippt. Sagen wir mal so, der Elfmeter ist ein Geschenk. Ja, es ist nicht unterliefert der Ausgleich, aber der Elfmeter oder wie ist es schon gekommen, ist es auf jeden Fall ein Geschenk. Ludwig. Eine gute Aktion, schlecht verteidigt. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Erstmal geklärt. Einwurf und das könnte gefährlich werden. Aber dann darfst du solche Bälle nicht spielen. Gastgeber steht an. Bundesliga-Fußball für Eintracht Frankfurt. Dann geht es auswärts gegen Leipzig. Ganz genau. Und natürlich profitieren wir. Oh, der setzt sich durch. Der geht nicht rein. Jetzt vielleicht. Jetzt der weite Ball auf Lucas Alario. Ja! 65. Minute. Jonathan Bockert. Ja klar, das ist das Beste, was man machen kann. Das 2-1 einfach machen. Die Frankfurter Schock. Die sind ja eigentlich klar die bessere Mannschaft. Aber kriegen es nicht hin, machen die Tore nicht. Und die Schalker sind im nächsten Nadelstich. 2-1. Ja, man merkt aber, dass dann einige Leute fehlen und beziehungsweise bewusst fehlen. Also, 65. Minute. Man führt jetzt mit 2-1. Und bei der nächsten Unterbrechung wird hier gewechselt. Und Frankfurt muss das Ding erneut machen. Wie gesagt, der Elfmeter war ein Geschenk. Es war nicht unverdient, der Ausgleich nochmal. Es war verdient. Oder sagen wir mal hochverdient. Aber wie gesagt, der Elfmeter für mich keiner, weil eigentlich war komplett bei. Was beigespielt von Ludewig. Melendo. Aber okay. Muss man damit überleben. Und das ist Robin Zentner. Der verhindert nach 72 Minuten die nächste große Chance der Frankfurter. Ja. Ivan Nilsson, der Torschütze. Das war für die Frankfurter. Zentner. Und nicht das war ein 2-1. Also den habe ich auch schon drin gesehen gerade wieder. Also die Frankfurter vergeben es gerade so ein bisschen selber. Verbauen es gerade selber. Bella Cotta. Ludwig. Und da wird es natürlich schwer, die Pässe vernünftig zu timen. Der Ball ist so schnell. Alario, mach dir den Sack zu. Nein. Richtig, das 1-0 hat er nämlich schon gemacht und das 3-1 verhindert. Doch, Trapp, der sich aber genau diesen Ball jetzt gerade fängt. Santimina. Die Fans feuern ihr Team noch an, Buschi. Klar, das Ding ist noch nicht durch. Es ist nur, wie gesagt, ein knapper Vorsprung. Sie müssen hier irgendwie den Ausgleich machen. Jetzt vielleicht. Jetzt kommt Mina mal vorbei an. Da
Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Ah, das war ganz, ganz wichtig, dieser Ball, weil der eigentlich durch wäre. Oh, das war für mich keiner. Abseits, 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 abseits. 85. Minute, die Frankfurter kriegen den Ausgleich zurückgepfiffen. Alter, was ein Spiel, ey. Jetzt Alario vielleicht dann am Ende den Sack jetzt doch noch zumachen. Den Verteidiger kommt er nicht hinterher und dann ist es durch. Fünf Minuten vor dem Ende, die Schalker mit dem dritten. Mit dem, was seine Mannschaft hier heute zeigt. Deutliche Führung. Genau so hat er sich das erhofft. Der einfach mal, wie gesagt, gerade ein bisschen durchatmen. Wie gesagt, die Frankfurter haben es echt stark gemacht. Die muss man einfach mal komplett loben. Gefühlt haben wir drei Chancen gehabt, die haben sie alle genutzt. Einfach mal jetzt durchwechseln ein bisschen. 3 Minuten sind es noch. Die Nummer 13, Lukas Alario. Ja, Alario macht, wie gesagt, erstmal den Deckel drauf. Zumindest vermutlich den Deckel drauf, sagen wir mal so. Nachspielzeit wird jetzt angezeigt, es gibt noch 2 Minuten oben drauf. Und jetzt ist es vielleicht Kalajdzic, der jetzt endgültig den Sack zumacht. Da ist die Chance. Kalajdzic, und er hätte ruhig selber machen können. Ist aber egal. Habt ihr jetzt 3-1 oder 4-1 gewinnt, ist es am Ende wurscht. Ein harter Kampf von ihm bei der Frankfurter Eintracht, aber der FC Schalke ist hier, setzt sich durch und zieht nach Berlin ins Endspiel ein. Besiegt diesen Frankfurt-Fluch, weil, wie gesagt, nach dem DFB-Pokalsieg in der ersten Saison sind wir in Frankfurt in der zweiten Saison rausgeflogen. Verdient rausgeflogen, und das haben wir heute rausgeflogen. Ich glaube, ganz unverdient wäre es nicht gewesen. Schöner Auftritt heute von ihm, 2 Tore gemacht, gewonnen, was will man mehr? Naja, gut. Erstmal, wie gesagt, Hauptsache weiter. Alles andere ist dann letztendlich egal. Wie gesagt, verdient wäre es gewesen, muss man sagen. Also Frankfurt hat echt ein Bombenspiel gemacht, wie gesagt, das eine Tor, das Ausgleichstor ist... Ja, ein bisschen Unglück ist zustande gekommen. Aber gucken. Entweder treffen wir Fortuna Düsseldorf oder den SV Werder Bremen. Keine Bayern, kein Dortmund. Apropos Fortuna Düsseldorf, das ist der nächste Gegner am 31. Spieltag. Ob wir das wirklich dann auch schaffen, da vielleicht sogar die Meisterschaft zu machen, das sehen wir dann in der nächsten Folge hier bei FIFA 21.